Na klar. Wer würde sich da jetzt nicht abseilen von euch? Jeder. Sofort. Immer. Das ist ja auch überhaupt nicht unheimlich und deshalb geht man da einfach rein. Ihr habt doch alle einen Arm offen hier. Sieht interessant aus. Viel Zeug. Zeug ist immer gut. Ja, man kann auch... Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Auf jeden Fall. Sieht irgendwie so aus, als würde es Leben und zugleich Maschine sein. Das ist sehr widerlich hier gerade. Also man kann irgendwie durch Skill mit einer Fertigkeit dann das bis hin zu dauerhaft überbrückt hinkriegen, ja. Aber ich glaube auch nicht bei allen, oder? Sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Die Beschädigung der Lüftung erzeugt ein Tarngebiet. Ah, ja, ja, ich erinnere mich. Du darfst keine Verstärkung rufen. Sowieso nicht. Aber welche Lüftung hat denn hier ein Tarngebiet gemacht? Was hier? Nee. Jetzt habe ich jetzt nichts gesehen, deshalb habe ich mal mich so ganz normal angeschlichen. So. Diese Dinger transportieren Teile. Wohin bloß? Muss man die anschießen, die Lüftung? Ah, wenn du es kaputt machst, kommt Nebel raus. Okay. Aber macht das nicht so. Macht das nicht Krach? Deckung geben, wenn nötig. Oh ja. Es macht Krach. Und es gibt nicht so wirklich viel Deckung. Also ich glaube, auf die Lüftung verzichte ich auch. Also nicht so das, was ich mir jetzt vorgestellt habe. So, ist hier noch irgendwas oder wer oder... Nee. Das sieht spannend aus. Das wusste ich nicht mehr. Ich dachte, da käme man einfach nur nicht durch. Okay, ich scanne nochmal, aber ich glaube, an Loot haben wir nichts übersehen. Dann geht's da wohl weiter. Ein Britzfeld, ja. Das Eis sah nicht so wirklich vertrauenserweckend aus.
Da geht's rein. Okay. Da oben irgendwie was? Irgendwo? Nö. Ach, da. Da leuchtet es schon. Ich sehe es immer noch nicht. Licht. Beruhigen wir uns mal wieder. Das Ding bei der Spalte. Wozu ist es gut? Okay, hier kann ich was überbrücken. Machen wir das mal. Können wir wahrscheinlich da die Brücke ausfahren. Ah, na, sehr siehste. Nützlich. Siehste. Was wir alles mit unserem Stäbchen hier machen können. Moment, noch einmal kurz scannen, ob ich irgendwas übersehen habe. Das war das Überbrückungsgerät. Nö. Da sieht das einfach so genial aus. Das ist am PC noch mal geiler als an der PlayStation. Damals habe ich die schon gefeiert. Und da? Kann ich hier markieren? Nee. Hallo? Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auch tragen. Mhm. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ja. Es stimmt also. An diesen Orten werden Maschinen gebaut. Aber warum? Und von wem? Und wenn du gleich irgendwo ankommst, dann hängst du plötzlich an einem Sägezahn. Das Ganze. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Wo muss ich denn abspringen? Da war überall Loot und so. Ach, du ahnst es nicht. Wie groß ist das bitte? Oje. 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 Das britzelt gleich, das tut gleich, das gibt gleich. Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Die hat automatisch fallen gelassen, nicht ich. Okay. Mhm. Da hinten geht's hoch. Okay, also hier drüben bei uns ist nix. Sekunde, ich muss kurz mal husten. Da müssen wir uns also jetzt mit diesen Kisten darüber transferieren. Ich habe nur geguckt, ob hier noch irgendwas war. So. Huch, was ist los? Gehen wir da noch looten?
21% Feuer gab die Spule. Das ist jetzt nicht das Tollste, was ich gerade brauche. Nur die große Frage ist jetzt, wie kommen wir da weiter? Oh, da ist ein Onkel. Sollten wir vielleicht mal kurz kennen. Einer. Zwei. Drei. Wenn ich jetzt hier runterspringe, hört er mich doch bestimmt, oder? Mal hier rum. Oh, das ist aber aufmerksam, der Kerl. Den Bogen gerade wechseln, dann hat die doch schon geschossen. Hier ist nichts, hier ist nichts. Ach, komm schon. Gar kein Problem. So. Sonst noch jemand? Was haben wir hier? Netzwerk-Uplink. Könnte für militärische Überbrückung anfällig sein. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Hier der da. Da ist ein Pfeil. Ach, schau mal. Schau dich mal um. Ja, da ist nichts, ne? Bringen wir es hinter uns. Shit. Endlich. Er hat gesessen. Zwei vorbei, einer hat gesessen. Kein so guter Schnitt. Hoppla, 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 hoppala. Ja, dich habe ich ja noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, na? Das ist gar kein Problem. Pass auf, wir machen das hier so. Oh. So, hat immerhin keinen Alarm. Oh, da hinten läuft was. Da hinten läuft großböse irgendwas. Oje. Oje, hier ist überhaupt sehr viel. Okay, Panzerwanderer. Moment. Oh, oh, oh. Der soll mich jetzt noch nicht sehen. Panzerwanderer. Sekunde.
Wollte ich mal ganz kurz gucken. Notizen. Schock hat eine entsprechende Resistenz. Abriss. Okay, also Blitzschwäche alles. Finde ich super. Der Kistenhalter, der geht einfach wahrscheinlich super, super ab. Aber wir müssen gucken, dass wir dann vielleicht ein paar Sprengfallen hinbekommen. Ne, Moment. Quatsch. Die hier brauchen wir. So. Müssen wir mal kurz warten, bis er die Aufmerksamkeit verloren hat. Dann kann ich die vielleicht halbwegs vernünftig platzieren. Wäre aber echt gut, wenn er die schnell verlieren würde, weil... Geht er erst wieder zu seiner Ausgangsposition zurück, oder wie? Na, komm mal her. Ey, der hat eine gute Explosionsreichweite. Meine Fresse, da sollte man wirklich nie nehmen. Ah, da war nichts. Oh, ihr braucht da oben, braucht ihr euch überhaupt nicht hier. Das ist alles da hier. Pff, gar kein Problem. Ne? Die Wächter da oben, die sind die besten. So, pass auf, dann fangen wir jetzt mal an. Ich habe da ja diese zwei Fallen so dicht beieinander platziert, in der Hoffnung eben, dass die dann tatsächlich auch zusammen ausgelöst werden. Was wohl geklappt hat. Jetzt weiß ich nur irgendwie, wir hatten doch einen dieser Wächter zuletzt hier so ein bisschen oberhalb getötet gehabt und ich dachte noch... Das wäre geschafft. Nicht vergessen, dass wir den looten. Aber irgendwie weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo er war. Naja, wer braucht schon Loot, gell? Warum rennt sie jetzt wieder nicht? Ich weiß schon wieder nicht, welche Taste das war. Echohülsen. Oh, das ist gut. Du auf einem Sonntag hier. Ja, ausnahmsweise streamen wir mal sonntags. Ansonsten ist Horizon Zero Dawn, alle die auf YouTube zuschauen, der Hinweis mal an dieser Stelle, ist Horizon Zero Dawn immer am Freitag um 20 Uhr. Da haben wir momentan allerdings viel mit New World. Also ich bin einfach am New World suchten momentan und die Preview von New World dauert ja nur 10 Tage. Von daher wollte ich das mal nutzen. Und wir haben dann am Freitag jenes Spiel eben gezockt. Das ist alles andere als Schrott. Aber ich hoffe, das wird sich dann bald wieder so einpendeln, dass wir entsprechend freitags unseren Horizon-Tag haben. Warum läuft sie jetzt nur? Was ist die Taste zum Umstellen zwischen nur laufen oder... Ah, ich glaube... Caps Lock. Also die... Ja, die ist es wohl. Und das sieht aus wie der Kern. Das Herz der Maschine. Und diese... Ich finde diese Mixtur aus, es wirkt lebendig, aber ist dann zugleich doch augenscheinlich eine Maschine. Ich finde diese Mixtur einfach ziemlich krass. Was kosten eigentlich diese Sprengfallen, die ich gerade gebaut habe? Nur mal so, damit ich weiß, was ich da verschwende. Ja, okay, nix.
Die sind tatsächlich relativ günstig. Das einzige teure ist in Anführungszeichen Draht. Den brauche ich auch immer wieder für meine Scharfschusspfeile. Aber, ja. Die hier sind irgendwie sauteuer. Ich hatte die günstiger in Erinnerung. Die brauchen diese Echohülsen. Und die gibt es nicht allzu häufig. Gesundheit wieder aufgefüllt. Der hat wirklich wehgetan vorhin mit seiner Explosion. Ich war vor, der hätte mal näher dran gestanden. Da wären wir wahrscheinlich platt gewesen. Das müssen wir uns unbedingt merken. Also natürlich auch interessant dafür, dass man dann andere Maschinen auch noch weiter beschädigen kann damit. Aber ich hatte die echt nicht mehr so heftig in Erinnerung, die Panzerwanderer. Ich weiß halt nur noch, dass die ausgehalten haben. Das war jetzt weniger der Fall. Die Explosion hat ihm gut zugesetzt. Ich hätte mir jetzt beinahe hier runter geschlittert. Aber, immer den Blick nach unten gehabt. Da macht's mehr Sinn. War keine Lootkiste da unten, ne? Da wird ein Feuerbrüllrücken zusammengesetzt. Ich bin fast im Herzen. Wow. Mach mal vorsichtig. Aber wir müssen hier runter, ne? Na dann. Wäre das auch mit weniger Auge gegangen, frage ich mich gerade. Kacke. Man weiß es nicht. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ja, jetzt. Doch einen Trank, der gegen Feuerschaden geholfen hat. Fallen und Tränke. Feuerwiderstandstrank. 75% Feuerschadenwiderstand für 90 Sekunden. Flüssigkeit, okay. Klingt nach unserem Trank für den Feuerrücken. Ich gehe mal davon aus, dass wir den da bekämpfen müssen, wenn der da so schön zusammengesetzt wird. Und das Ding sieht einfach aus wie eine perfekte Arena. So werden also Maschinen gemacht. Sie werden aus Licht gesponnen. Hat ein Energieschild, da brauchen wir jetzt nicht drauf schießen. Ich empfange aus allen Richtungen Signale.
Gut. Im Moment, wenn dann die. Aber die wollen wir jetzt noch gar nicht. Abseilen. Mal ordentlich einen abseilen. Los geht's. Da geht Koya einfach an der Kiste vorbei. Scheiße, ich habe doch immer gescannt. Ich habe echt keine gesehen. Aber es passiert. Ich werde weiter existieren, hoffe ich. Aber du hast mir jetzt mit diesem Satz Albträume bereitet. Das hoffentlich weißt du. Ich werde mich heute Nacht von rechts auf links wälzen und... übersehen. Muss. Nochmal. Spielstart. Planen. Die ganze Zeit werde ich mich wälzen. Aber ich werde... irgendwann werde ich dieses... Huch! Was machst du denn da? Weg, 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 weg. Ich bin gar nicht da. Auf was bist du denn? Shit. Ist immer sehr nett, wenn die so nah beisammen stehen. Oh, ich hab... Moment. Ich habe das Inventar voll scheinbar. Oh ja, auch scheinbar. Verderbnisschutz bringt mir jetzt natürlich reichlich wenig hier. Das sortiert immer, ne? So, Speerschaden haben wir schon ordentlich. Weg. Ich würde ganz zerlegen können, ehrlich gesagt. Feuerschaden 12%, das ist auch immer schon sortiert. Das ist echt eine schöne, schöne Inventarfunktion. 9% Schock ist auch wurscht. Dieses Zerlegen kann man auch lernen, ne? Ich weiß. Das behalten wir mal. Eisschutz. Ja, Gott. Gut. Habe ich irgendein Outfit, was mich gegen Elemente hier schützt? Das da wäre. Banuk Vorreiterin. Ansonsten haben wir nichts. Das Schleichen wird mir jetzt nicht helfen. Insofern nehmen wir ein bisschen den Elementschutz. Und die werden wir jetzt mal versuchen aufzurüsten noch. Outfit modifizieren, zack. Lassen wir da noch ein bisschen weiteren Elementschutz reinbringen. Insbesondere Feuerschutz, Fernangriff, Schuss. Ah ja, ne? So. Haben wir sonst keinen weiteren Feuerschutz? Nee. Eis, fern, nah, Nahkampf. Oh. Da warte ich mal noch auf ein weiteres Feuer oder so, damit wir eine Rüstung haben gegen Feuer. Jetzt gedacht, warte mal, hier war glaube ich was drin, ne? Durchsuchen Wächter. Das war aber Feuerschaden und kein Feuerschutz, glaube ich, oder? Wir schauen doch mal. Kann mir das nie merken, was was wie aussieht. Augenscheinlich war es kein Feuerschutz. Kannst du das Inventar aufwerten? Ich glaube jetzt für diesen Beutel nicht, oder? Ich kann mal gucken. Ich wollte jetzt auch nichts verschwenden, weißt du, mehr. Im Endeffekt brauchen wir so viele von den Modifikationen eh nicht und die paar, wir bringen 5 oder 10 Scherben. Das ist hier, nee, Rohstoff da, Modifikationsbeutel, Fuchsknochen. Dann sind sie wenigstens nicht umsonst gestorben. So. Okay. Wir laufen jetzt erstmal noch ein bisschen weiter außen rum und gucken mal, ob wir noch irgendwas finden. Zum einen auch an Gegnern, zum anderen eben aber auch an Loot. Dann unten ist der Trank ausgerüstet. Dann würde ich schauen, dass wir ein paar von den Stolperfallen aufstellen. Und solange es nur dieser eine Feuerrücken ist, glaube ich, das hat eine sehr begrenzte Arena und die sind ziemlich agil. Oh, was Lilanes. Das ist doch mal nice. Was haben wir denn da? Oh. Ich heb mal auf für die lilanen Waffen. Die baue ich jetzt nicht ein. Aber noch kann ich sie nicht wieder ausbauen. Noch habe ich den Skill nicht. Leckt etwas. Das dürfte aber... Streamback? Leckt etwas? Das nehme ich. Auch gerade. Okay. Totale Diashow. Okay. Aber bei mir ist alles super. Das ist der Twitch-Server dann. Hat sich jetzt wieder gefangen, ansonsten muss ich den Server wechseln.
Hört ihr mich wenigstens noch? Der 5 hat sich gerade gefangen. Todeskreisen, okay. Also die, die jetzt schreiben, die mich hören können, können ja mal im Test, im Chat schreiben, dass ich, dass bei mir alles okay ist, dass es nur am Twitch-Server liegen kann. Dass man also gegebenenfalls mal mit Refresh probiert. Alles wieder gut. Der 5 soll helfen eventuell. Hören ist sehr gut, okay. Ich hab Bild und Ton. Cloudflare hat weltweit aktuell den ganzen Tag Probleme, das ist fantastisch. In letzter Zeit häuft sich das bei Cloudflare, oder? Ist gut zu hören, wieder da. Okay, dann drücke ich die Daumen, dass das jetzt durchhält. Ansonsten macht wieder Alarm. Dann kann ich gucken. So, irgendwie müssen wir glaube ich, was überbrücken, um dieses Schutzschild abzuschalten. Aber noch sind wir, glaube ich, nicht einmal rund, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Bin ich einmal rund gewatschelt? Ich glaube, ich muss da hoch, wenn ich mich noch richtig erinnere. Lass mal gucken. Entladungsmast. Ja, genau. Ich glaube, ich muss da jeweils hoch und irgendwas machen. Ja, mal gucken. Muss ich alle drei? Ich glaube, ich muss alle drei, oder? Der wird nicht jetzt schon aufgehen. Ich will erst noch die Fallen platzieren. Wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anfasse. Shit, die sind... Ah. Oh, das ist auch gemein. Shit. Kann ich jetzt so gut platzieren hier, ne? Gut, da hat es schon mal ein bisschen gesumselt. Ah, Mist, bin ich nicht mehr rausgekommen. Ist gerade nicht so gut. Ich bin jetzt ein wenig lahm. So, pass mal auf. Den 3 haben wir jetzt mal reingeschmissen. Ah! Komm schon her. Wollte gerade sagen. Shit, shit, shit. Kleinen erstmal weg. Verdammt, ich konnte nicht mehr rollen. Aha. Das wäre so. Ey, sag mal. Das wäre zugegebenermaßen souveräner gegangen. So. Haben wir geschrottet. Verderbnis haben wir jetzt bekommen. Das wäre souveräner gegangen. Ich dachte, ich müsste alle drei Türme runterfahren und dann wäre ich halt vorher vom letzten oder nach jedem Turm wäre ich rumgegangen, hätte ein paar Fallen aufgestellt. Jetzt weiß ich halt, dass das direkt so ist. Sehr schön. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Ja. Scheiße. Egal. War jetzt nicht so souverän. Gewebetarnung, das ist natürlich super.
9% Tarnung nur? Ich dachte, die blauen hätten viel mehr. Warte mal, wie viel hat denn die andere Tarnrüstung, die wir haben? Das ist... Ach nee, das ist ja... Ach Quatsch, das ist ja Verderbnisschutz. Da wollte ich gucken. Nee, das ist zu wenig. Wo sind unsere Tarnrüstung? Da. Da ist sie. Okay. Da haben wir schon drin, was geht. Mist. Das müssen wir unbedingt wieder ausbauen da. Ein Verderbnisschutz hätte ich da nicht reinbauen sollen. Naja. Gut. Noch einmal auftanken. Dann gehen wir raus, suchen ein paar Blümsche. Dann geht das. Discord hatte vorhin auch so seine Zicken. Okay. Interessant. Wenn das Internet so quasi global rumzickt. So schwer ist die Brutstelle nicht, da kann man seine Erinnerung wieder auffrischen. Ja, 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 auf jeden Fall. Ne, so ein paar Fallen hingestellt, ein paar Stolperträte gemacht. Das hilft mir, sie zu überbrücken. Dann ist das Ganze vorbereitet und super und dann hätte ich auch... hätte ich da auch, glaube ich, weniger Probleme gehabt. Aber es war jetzt nicht problematisch. Wir haben ein paar Mal heilen müssen, was soll's. Gut, wir haben jetzt dadurch, dass wir hier waren, gelernt. Datenprotokoll, was gibt's da noch? Nichts Wildes. Wir haben jetzt dadurch gelernt, Maschinen zu überbrücken, die wir vorher nicht überbrücken konnten. Ich glaube, da geht's in dem Fall um die Grase. Lass uns mal schauen. Was ist jetzt alles überbrückbar? Wir mal gucken. Überbrücken entsperrt. Wir können jetzt die... Oh, wir können die Säbelzähne... Die Sägezähne überbrücken. Das ist natürlich richtig nice. Die noch nicht. Die Feuerbrüllrücken auch noch nicht. Die Langbeine noch nicht. Die Plünderer sind entsperrt. Die Graser sind entsperrt. Also... Das mit dem Sägezahn ist natürlich mega, ne? Und Sägezahn zu überbrücken, das bringt dann schon ein bisschen was auch. Gut. Nächste Quest. Da wollten wir die hier. Oder ich wollte zumindest die da. Bin ich gerade am Überlegen. Das Lagerfeuer hier haben wir. Dann... Tät es Sinn machen? Lass mal uns einfach hinporten. Nein, Crazy, Tät so die Spulen ein- und ausbauen kann ich nicht mit den Fertigkeitspunkten, die ich habe. Ich hab nur zwei, wenn ich jetzt... Ah, ich habe drei. Okay, dann habe ich gerade nur eine bekommen. Ich brauche drei auf jeden Fall zum einen ausbauen. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon will, weil ich leide jetzt nicht an Rohstoffmangel. Ich bin eher überlegen, ob ich bei den Schlagangriffen mir 30% Schaden gönne oder mir hier sowas Schönes gönne, wie schwere Speerangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Gerade wenn ich jetzt hier sehe in dem Video, wie ein Säbelzahn da umgehauen wird vom Speerangriff. Das ist überaus praktisch. Oder hier sowas Schönes wie mehr Pfeile reinlegen. Dafür müssten wir allerdings erst hier rüber gehen. Erhöht die maximale Dauer von Konzentration, ist auch was Schönes. Also ich würde jetzt eher gerne hier auf die Skills gehen, die auch Schaden machen, mit denen ich ein bisschen was anfangen kann, als dass ich jetzt auf die Looter-Dinger gehe. Das wäre dann hier. Fallen, Stolperträge können wieder entschärft werden und da unten käme dann, das kostet insgesamt 6 Punkte, ne? Ich würde erstmal das eine, dann das andere machen. Weil ich hab genug Ressourcen momentan. So viel, wie wir farmen. So. Mächtige und Elite-Gegner lautlos erledigen. Ist natürlich auch was Feines. Also 30% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Würde mir irrsinnig helfen bei großen Maschinen wie so einem Langbein und sowas. Oder die lange Ausweichrolle. Die würde ich auch echt gern lernen. Das Landen nach einem Sturz oder Sprung ist völlig lautlos. Das ist auch gut. Ducken macht dich für einen Feind schwerer sichtbar. Und dann hier so eine längere Ausweichrolle zu haben, um ein bisschen wegzukommen.
auch gut. Echt so vieles, was ich gern leveln würde. Ich mache jetzt erstmal das hier. So. Und danach schauen wir mal, ob wir in Richtung dieser Pfeile gehen können. Dafür muss ich halt leider Gottes dieses mit schweren Waffen schneller bewegen. Das ist... Ich weiß nicht. Das ist so ein Skill, den ich normal nicht nehmen würde und der dann 2 Punkte kostet. Was ein bisschen schade ist. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Ja, immer noch nicht. Hat man schon mal. Gefällt dir was davon? Natürlich. Eigentlich will ich verkaufen. Aber das muss er ja nicht wissen. So, die ganzen Sachen, die nur Scherben bringen und nicht für den Handel gut sind, hauen wir mal raus. Das ist diesmal gar nicht so viel. Okay, dann gucken wir mal, was wir noch wegmachen können. Wir haben ein paar Graser, Plünderer. Plünderer haben wir 2 Stacks, dann kann das hier weg. Wächter. Läufer. Ich denke, von Wächterlinsen kann auch 1 Stack weg. Wächterherzen kann man auch 1 Stack weghauen. Wüstenglas. Da kann man mal behalten erstmal noch. So bei der Lohe. Also ich weiß nicht, das war damals schon. Lohe hat man irgendwie bekommen, bis man schwindlig wird. 1, 2, 3 Stacks und dann nochmal die 23. Boah, mache ich 2 Stacks weg oder einen? Fettes Fleisch. Draht haben wir jetzt auch 2 Stacks, das ist gut. Komm, ich mache noch 1 Stack Lohe weg. So. Dann bauen wir noch ein paar Sachen nach. Achso, man kommt nicht mit Escape raus. Ja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Ach, die Modifikationen, danke. Ja. Wäre schön. Die verkaufen wir noch. Ich hoffe, du kaufst ja, etwas. Ja, ist ja gut. Ist ja... Oh, ich kann das... Läuft gerade nicht. Ich möchte handeln. Gefällt dir was davon? Natürlich. Dass man es immer durchlaufen lassen muss. So, die besten 2 von jedem versuche ich einfach aufzuheben, solange ich noch ein bisschen Platz habe. Gut. Ach, Koja, läuft gerade bei ihm nicht. Ja, ich... Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Da kriegt er auch immer den ganzen Schrott, weißt du. Kein Wunder, dass er das nicht los wird. Stärkungstrank, Gesundheitssteigerung um 150, ein Trank aus Tierextrakten, knorriges Fleisch, fertig. Warum habe ich den noch nie hergestellt? Widerstandstränke. So, haben wir auch ein bisschen was. Dann gehen wir an die Munition. Ja, das machen wir schneller hier. Moment. Folge ich den Regeln gut. Der Stammmutter. Ich hoffe, du kannst. Nein, ich will nicht. Nein, verdammt, ich habe eh gedrückt. Ich wollte. Oh. Oh, nee. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Weh. Ich habe die Hand wieder auf die Tastatur gelegt und wollte W drücken und bin dann leicht gegen E gekommen. Ja, schade. Lila Kleidung kaufen? Nö.